herbeigeführt. Ich kann nur leben, wenn ein Bein hier ist. Ist hier Alkohol verboten? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier im Lechner Museum in Ingolstadt. Mein Name ist Michael Kahrer, ich bin der Leiter des Nitsch-Museums in Mistelbach in der Nähe von Wien und durfte diese Ausstellung hier kuratieren. Jetzt kommt das ganz wesentliche, obligatorische Glas Wein, das erste heute, weil tagsüber wird nie Wein getrunken, oder Nitsch? Eigentlich nicht, ne? Wir zwei dürfen ein kurzes Gespräch führen. Ich möchte mit Hermann Nitsch natürlich über diese Ausstellung sprechen. Ich möchte mit Hermann Nitsch über sein Werk und auch über seine Zeit in Bayern sprechen. Hermann Nitsch hat immerhin circa 10 Jahre hier in Bayern gelebt. Ja, lieber Nitsch, vielleicht geben wir zusammen gedanklich einen Rundgang durch diese Ausstellung im Erdgeschoss. Sehen Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, eine geschlossene, eine vollständige Malaktion. Das heißt, das ist eine Malaktion. Diese ist entstanden 1987 in der Wiener Sezession, einem ganz wesentlichen Gebäude in Wien, auf das wir beide jetzt noch kurz eingehen. In Summe hat Hermann Nitsch 80 Malaktionen und 155 Aktionen realisiert. Ja, lieber Nitsch, diese Aktion war doch eine besondere. Wie ist es zu dieser Malaktion in der Wiener Sezession damals gekommen? Also, wie man weiß, ich komme aus Wien und da kommt auch Chile her, Glimt, Kokoschka, Schönberg, Drachen, Wittgenstein und viele andere. Und eben die Sezession war für mich eigentlich ein Tempel. Und da haben nicht nur die Wiener ausgestellt. Man hat das erste Mal die Impressionisten sehen können. Man hat Van Gogh sehen können. Man hat Gauguin sehen können. Der Klinger, also der Beethoven von Klinger, wurde in der Wiener Sezession präsentiert zusammen mit dem berühmten Beethoven-Frieser von Klimt. Der Hodler hat dort seine erste wirklich erfolgreiche Ausstellung gehabt. Und ich war unglaublich stolz, in der Sezession meine Malaktion durch führen zu können. Und ja, ich habe das damals getan und bin sehr beachtet worden. Manche Leute haben sich gewundert, aber noch mehr waren begeistert. Und wie gesagt, es war was Großartiges für mich, dort in diesen heiligen Hallen malen zu dürfen. Und zusammen. Das Schicksal hat es gefügt, dass diese Malaktion beisammen geblieben ist, dass sie nicht vom bestialischen Kunsthandel zerrissen worden ist. Es ist noch alles vollständig da. Und heute zeigen wir das erste Mal außerhalb Österreichs. Und ich freue mich, das passt hier sehr gut her. Und ich kann mir vorstellen, dass der Herr Lechner, den ich kannte, dass der sich auch freuen würde. Du hast ja schon von Kind auf gezeichnet, gemalt. Du bist auch an die Grafische in Wien gegangen und
malst heute noch sehr viel und zeichnest heute noch sehr viel, aber du hattest eine Periode, wo du nicht gemalt hast. Und zwar von 1964 weg bis, ich sag mal, späte 70er, Anfang 80er. Warum eigentlich? Ja, meine Aktionsmalerei ist eigentlich die erste Stufe meines Theaterprojekts. Und mein Organisieren Theater ist mein Hauptwerk und mein eigenes Werk, um das sich alles dreht. Und es war dann so, dass die Aktion mir wichtiger wurde als die Aktionsmalerei. Aber vielleicht ist dazu zu sagen, dass ich meine Aktionsmalerei als die erste Stufe der Realisation meines Theaters ansehe. Der Maler ist eigentlich ein Akteur oder der erste Akteur, der sich vor einer Bildfläche sinnlich erregend tobt. Es gibt dann noch, wie gesagt, die Seismografie dieses Prozesses auf der Bildfläche. Aber der nächste Schritt in Richtung eines Aktionstheaters ist, die Bildfläche zu verlassen, in die Wirklichkeit hinauszutreten. Und da wird dann plötzlich Farbe zu Blut, Fleisch, Gedärme, Eingeweide werden verwendet. Tiere werden ausgeweidet. Also die Malerei hat die Fläche verlassen. Die Malerei ist der Vollzug der Wirklichkeit geworden. Und es war dann so, ich habe mich dann weitgehend nur für meine Aktionen interessiert, habe auf der ganzen Welt Aktionen veranstaltet, also eben auch in Amerika. Und die Aktionen wurden immer, immer wichtiger. Aber ich habe die Relikte der Aktionen konserviert. Relikte, das sind eben weiße Tücher, Gewänder, das berühmte Malhemd, Tragbaren, die eben mit Blut und anderen Flüssigkeiten beschüttet wurden. Und ich habe dann ausgesucht, wie weit diese Relikte die Intensität meiner Aktionen übermitteln können und habe sie ausgesucht, habe sie dann vielfach überarbeitet oder verworfen. Also ich würde sagen, ich habe nicht aufgehört zu malen, sondern die Malerei wurde anders verstanden. Es ging eben darum, die Relikte aufzubreiten und Malerei unter diesem Gesichtspunkt zusammen festzuhalten und dann eben auch zu verkaufen. Und das war so, naja, 10, 15 Jahre lang. Und dann, ich kann mich erinnern, sind plötzlich die neuen Wilden aufgekommen. Also meine Kollegen und ich, viele Aktionisten und viele andere, wir haben da bei den neuen Wilden nichts Wildes erkennen können. Das war eine aufgewärmte epigonale Malerei. Und ich kann mich erinnern, der Bruce und ich, wir haben gesagt, also uns ist es beiden sehr auf die Nerven gegangen. Wir sperren uns in Prinzendorf
einen Monat lang ein und bemalen alle von oben und unten und zeigen ihnen eigentlich, nachdem wir durch die Aktionen hindurchgegangen sind, was eigentlich Wildheit in der Malerei ist. Und da bin ich dann wieder, bis heute noch immer wieder noch gemalt und eben die erste Stufe der Realisation meines Theaters vollzogen. Du Nitsch, wie stellt man sich das vor? Du stehst jetzt 1987 in diesen ehrwürdigen Hallen in der Wiener Sezession. Die unbefleckten Bildträger lehnen an der Wand und liegen am Boden. Die Farbe, in dem Fall Ölfarbe und Blut, sind vorbereitet. Gibt es dann einen gewissen Anteil an Konzeption, um wild zu tun? Oder entsteht es einfach eins nach dem anderen? Denkst du dir im Vorfeld, ich beginne jetzt mit dieser Bahn, mache diesen Zyklus fertig? Wie stellt man sich das laienhaft vor? Vielleicht hole ich jetzt, umfassender aus. Es ist was Wunderbares, vor einer weißen Leinwand zu stehen. Und da würde ich sagen, es gibt gute und schlechte Künstler, aber wer da mal an der Kunst gerochen hat und Kunst macht, der ist in die Kunst eingestiegen. Und da will ich sagen, der schlechteste Künstler kann diesen wunderbaren Augenblick erleben, wenn er die weiße Leinwand beglänzt, heilig beschmutzt. Und dann geht es bei manchen Künstlern nicht mehr sehr viel weiter. Aber diesen Augenblick dürfen alle erleben, vor der herrlich weißen, unbefleckten Leinwand zu stehen und dann eine Farbe in welcher Form und in welcher gedanklichen Richtung sie aufgetragen wird. Diese Farbe und Leinwand geben in diesem Moment ein wunderbares Bündnis ein. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe. Aber ja, den Beginn dieses Tuns, ja. Gibt es dann noch eine konzeptionelle Vorgehensweise, dass man sagt, das will ich jetzt schaffen oder eben genau nicht? Schwer zu beantworten, aber ich kann mich erinnern, der zweifelt schon wieder aus, aber das ist, glaube ich, notwendig. Übrigens, ich muss mich entschuldigen, ich bin seit Weihnachten immer wieder, überfällt mich die Heiserkeit, also meine Stimme ist nicht ganz so, wie sie sein sollte, aber ich bemühe mich. Und jetzt hilft mir jetzt noch mal weiter was. Ja, du hast geschildert, dass du vor der unbefleckten Leinwand stehst. Ja, ja. Und jetzt wäre die Fragestellung, wie sieht ja, dieser ja, Prozess dann schon aus danach? Mit Konzept. Ich habe mich schon sehr früh, und fällt mir auf, dass ich die Malerei mehrmals verlassen habe und dann wieder zu ihr zurückgefunden habe. Das war ganz am Anfang, habe ich in meiner Studienzeit sehr viel gemalt und habe mich dann noch mehr mit Literatur und mit Dichtung beschäftigt. Und ich habe in der Dichtung die sinnliche Intensität gesucht, habe
meine meine Texte oder meine Dramen waren voll gefüllt mit der Beschreibung sinnlicher Erlebnisse. Ich habe mich immer wieder beschäftigt mit dem Zerquetschen von Früchten, mit dem Verspritzen von Flüssigkeiten, vor meiner Malerei eigentlich. Und dann habe ich jeden entscheidenden Schritt im Konzept vollzogen, als ungefähr 19-Jähriger, dass ich mir gesagt habe, warum beschreibe ich in meinen Dichtungen immer nur das sinnliche Erleben? Warum verlange ich nicht von den Zuschauern meines Theaters, dass sie tatsächlich selbst sinnlich erleben? Und da bin ich dazu übergegangen, zu verlangen, dass die Zuschauer riechen, schmecken, dass sie Farben verschmieren und verschütten und dass sie im Theater Benzin, saure Milch, Essig, Petroleum und Ammoniak und weiß Gott, was alles verschütten, dass man dieses sinnliche Erleben des Verschüttens, des Verspritzens direkt erleben kann. Und wie gesagt, ich habe das alles in meinen Partituren niedergeschrieben und habe dann 59 eine Ausstellung in Wien gesehen. Das war eine, da gab es uns, glaube ich, das kommunistische Weltfest in Wien und da gab es eine Protestausstellung. Also das Politische interessiert mich nicht dran, aber immerhin wurde vom Westen unglaublich viel investiert, neue, moderne, freie Kunst zu zeigen. Und da gab es eine Ausstellung über den Taschismus, über abstrakten Expressionismus, Aktionsmalerei. Ja, da habe ich eben das erste Mal den Kung gesehen, Sam Francis, Pollock, Mathieu und Rothko. Und mich hat das so tief beeindruckt und ich habe gesehen, die Maler machen ja eigentlich nichts anderes als das, was ich in meinem Theater auch machen will. So habe ich wieder zur Malerei zurückgefunden und habe mit Aktionsmalerei begonnen. Habe eben Farbe verschüttet, verschmiert, gekritzelt. Und ja, so war es eben. Ich hoffe, ich habe es jetzt umständlich oder vielleicht sogar ausführlich beantwortet, diese Frage. Ja, vor allen Dingen schlägt es auch die Brücke in unserem Rundgang in das Obergeschoss. Im Obergeschoss konzentrieren wir uns auf das Orgien-Mysterien-Theater. Wir haben hier eine raumarchitektonische Gegebenheit, sprich eine Einteilung in mehrere Subräume im Obergeschoss. Die haben wir so verwendet und herangezogen, dass wir die unterschiedlichen Werkdisziplinen von Hermann Nietzsche ja doch gewissermaßen versucht haben aufzuschlüsseln. Wir haben einen Subraum über die Musik, über die Malerei, über die Aktionen, über die Architektur des Orgien-Mysterien-Theaters, über die Relikte. Und an dieser Stelle ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass eben diese Werkdisziplinen und, wenn man so will, Teilbereiche natürlich nicht voneinander unabhängig sind. Die sind miteinander verbunden, ja eigentlich miteinander verwoben, miteinander verwurzelt und ergeben so ein gemeinsames Ganzes, das Gesamtkunstwerk, das sogenannte Orgien-Mysterien-Theater. Und mit diesem Theaterkonstrukt hat Hermann Nietzsche letztendlich den Theaterbegriff radikal revolutioniert.
Vielleicht ist es eine Frage, die du schon ganz oft gestellt bekommen hast, aber ich möchte sie dir trotzdem stellen. Wie würdest du in 2, 3 Sätzen dein Orgelmysterientheater beschreiben? Ja, weil da jetzt von Revolution die Rede war. Ich habe da große Vorbilder in meiner Jugend gehabt. Das war zum Beispiel Schönberg und Kandinsky, die eben von der gegenständlichen Malerei, also jetzt Kandinsky von der gegenständlichen Malerei zur abstrakten Malerei, also er hat von der gegenständlichen Malerei zur abstrakten Malerei gefunden und der Schönberg von der tonalen Musik zur atonalen Musik. Und ich würde sagen, ich gehöre zu jenen Künstlern, die dann eben vielleicht 50 Jahre später einen anderen wichtigen Schritt vollzogen haben. Nämlich von der abbildenden Kunst zu einer Kunst zu gelangen, die das direkte Ereignis sucht. Ich glaube, meine Leistung, die Leistung von M. Capro und von John Cage war die, dass wir die reale sinnliche Empfindung in die Kunst direkt ohne Umwege einbezogen haben. Wir haben das reale Ereignis veranstaltet. Wir haben keine Porträts mehr gemacht. Mein Theater ist kein Darstellungstheater. Da ist niemand Hamlet oder Faust oder Medea oder irgendwas. Nein, da ist der Mitwirkende, ist er selber und er erlebt sich selbst, nicht auf Umwegen. Also die Findung des realen Geschehnisses und die Veranstaltung des realen Geschehnisses im Sinn der Kunst. Und da würde ich sagen, das gehört zu meinen Leistungen. Das reale Geschehnis als Theaterereignis entdeckt zu haben. Und ich würde mich und viele meiner Kollegen so einschätzen. Das war unsere Leistung und das habe ich, oder das bin ich im Begriffe, auch noch weiterhin zu vollziehen. Mein Lieber, nachdem wir jetzt hier in Ingolstadt und in Bayern sitzen, lass uns doch einen kurzen Ausflug noch machen, abschließend in diese Zeit von 68. 10 Jahre lang hast du in Deutschland, in Bayern gelebt. Stichwort Berufsexil. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen damals? Also, ich habe in Österreich, wie viele meiner Vorgänger, große Schwierigkeiten gehabt. Man weiß, was man dem Bruckner angetan hat. Man weiß, dass man Schiele eingesperrt hat. Dass man den Kokoschka auf unwürdige Art und Weise verfolgt hat. Den Schönberg hat man geschändet. Da hat es x Skandale gegeben bei seinen Aufführungen. Und es war eigentlich sehr schlimm. Und wir Aktionisten sind alle mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Nicht, weil unsere Arbeit gesetzeswidrig war, weil man sie missverstanden hat. Also ich war dreimal eingesperrt und habe dann ein Gerichtsurteil bekommen auf
ein halbes Jahr Haftstrafe hat er mir angedroht. Die war nur bedingt. Und das hat eigentlich geheißen, hätte ich wieder so etwas Ähnliches gemacht wie in meinen Aktionen, hätte ich das halbe Jahr absitzen müssen und die zusätzliche Strafe dazu hätte ich auch annehmen müssen. Und das ist ein Berufsverbot gekommen. Und ich habe dann Österreich verlassen und konnte in Bayern leben, bin auch viel der Zeit in Amerika gewesen, war eigentlich 10 Jahre hier in Bayern im Exil. Aber du hast dieses Exil auch, glaube ich, genossen, du hast viele Freunde kennengelernt. Welche Erinnerungen hast du hier noch an die Landschaft, an das Essen, an das Trinken, an die Menschen? Also ich habe sehr gerne in Bayern gelebt. Ich habe in München und im Umkreis von München gelebt. Ich habe das bayerische Alpenvorland über alles geliebt. Ich habe damals ein kleines Moped gehabt und bin da überall spazieren gefahren. Und ich habe zuerst in Aschulding gewohnt, 3 Jahre, und dann die nächsten 7 Jahre in diesem Ammersee. Und das war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit für mich. Und ich muss sagen, die Deutschen haben nicht meine Arbeit so geliebt wie später die Amerikaner und die Italiener, aber sie sind mir immer respektvoll gegenübergestanden. Und ich habe viele Künstler als Kameraden und echte Freunde gefunden. Und ich habe in Deutschland nicht diese Intrigengesellschaft wie in Wien erleben müssen. Man war hier sehr fair zu mir und ich war die 10 Jahre, die ich hier war, war ich sehr, sehr gerne. Ich habe nur leider den Wein gegen das Bier vertauschen müssen. Und da habe ich mir eigentlich meine heutige Figur schon angezogen. Aber wie gesagt, sage ich jetzt nicht, wenn ich in Bayern bin. Ich war sehr, sehr gerne in Bayern. Und obwohl es da so viel geregnet hat, aber die sonnigen Tage, die sind mir so in Erinnerung, dass ich vergesse, dass es viel geregnet hat. Ja, aber mit der Statur hat auch deine Leibspeise, glaube ich, zu tun, die in Bayern auch hervorragend schmeckt, der Schweinsbraten. Jetzt muss ich da eine abschließende Fragestellung zumuten, bei der du fast nur verlieren oder ausweichen kannst. Wo schmeckt sie besser, die Lieblingsspeise? In Österreich oder in Bayern? Also auch diese Frage wäre nicht direkt beantworten. Ich bin sehr, sehr viel verreist, aber ich lebe im Weinviertel und in Österreich und nahe bei Wien und bin doch 2 Mal in der Woche in Wien. Und die Bayern pflegen ihre eigene Küche noch wesentlich ursprünglicher und unverdorbener als das in Wien der Fall ist. In Wien sind diese Sterne-Restaurants, wo jeder Koch ein Genie ist. Und ich gehe gern in die heutigen Wiener Wirtshäuser, die eigentlich aussterben. Ich muss sagen, da in Bayern gibt es überall noch eine unverdorbene Küche. Ich denke da in München an das Schneider-Weißbier, also das ist schon sehr was Großartiges. Das haben wir in Österreich nicht. Und wir haben den Schweinsbraten. Der Schweinsbraten wurde aus den Gasthäusern vertrieben, weil sie alle Mogel sein wollen und weil sie alle diese medizinische Hölle und diese Angst
Lithium und Cholesterin und was weiß ich gibt. So. Und also ich glaube, in einem Wirtshaus kriegt man kaum mehr einen wirklich guten Schweinsbraten. Also den muss man zu Hause machen. Meine Frau kann das, einige meiner Bekannten. Der Schweinsbraten muss eine Kruste haben, muss frisch sein und nicht aufgewärmt, muss durchzogen sein mit Fett und muss in einen Saft schwimmen, der nicht ölig ist. Nein, er muss eher suppig sein, aber fettarm haben. Das ist der Schweinsbraten, den ich liebe, den ich mir vorstelle und den kaum ein Wirtshaus bieten kann. Und heute Abend probieren wir noch einmal. Nein, der Kreis wird einen sehr guten Schweinsbraten essen, aber jetzt sage ich was. Ganz gut kann man gar nicht sein, weil ein Wirtshaus in der Masse das gar nicht leisten kann. Aber wir essen ihn eigentlich trotzdem immer wieder. Ja, der Demeid kriege ich sicher sehr, sehr gut. Also Sie können sich vorstellen, was wir heute essen werden und wie kann man ein Gespräch schöner schließen als mit einem Schweinsbraten. Und von meiner Seite danke fürs Gespräch und du hast mich vorher noch gebeten, du möchtest am Schluss noch was ergänzen und sagen. Trotzdem meine Stimme so heiter ist, dränge ich mich noch auf mit ein paar Bemerkungen. Ich habe schon sehr früh erkannt, als 20-Jähriger, dass diese Frage Form und Inhalt irgendein Unfug ist und dass es noch mit diesem platonischen Missverständnis von Leib und Seele, der Leib, was Negatives ist, und die Seele, das Große. Für mich, ich bin ganz früh darauf gekommen, dass in der Kunst die Form das Allerwichtigste ist, das Spezifische, was die Kunst ausdrücken kann. Und der Inhalt, der ist für Exegeten, für Kunsthistoriker, ein Unfug drin halten. Und der Inhalt kann bestenfalls Bestandteil der Form sein. Also sehr wichtig für mich, die Form in der Kunst ist alles. Für mich, man könnte den Isenheimer Altar gegen Bilder von Watteau. Man könnte das nebeneinander stellen. Natürlich hat der Isenheimer da, Alter, eine unglaubliche Ausdrucksfülle. Aber die Malerei von Watteau ist auch wunderbar. Und ich kann mich erinnern, da gab es schon, ich studiert habe, gab es eine Debatte mit einem Lehrer, hatte auch ein Gespräch über Form und Inhalt. Und damals war ich noch nicht bekehrt. Und da war auch die Rede von Watteau. Und mein Lehrer hat gesagt, das sei ein großartiger Maler. Und ich habe das damals noch nicht verstanden. Und dann hat der Lehrer zu mir gesagt, dann sagen Sie mir doch etwas, was besser ist als diese Watteau.
habe ich gesagt, der Eisenheimer Altar auf dem Matthias Grünewald. Und da hat der Lehrer einen Fehler gemacht. Da hat er zu mir gesagt, ja, wenn sie mit einer Atombombe kommen, muss ich passen. Blödsinn, nein. Er hätte mir so müssen. Beide Sachen haben die Form. Aber das eine kann man gegen das andere nicht ausspielen. Ja, das war jetzt eine kleine Vorbereitung für die Aufträglichkeiten, die ich Ihnen jetzt noch zumute. Meine Arbeit macht genau das, was ich eigentlich nicht will. Aber das ist jetzt meine Privatangelegenheit, mit der ich Sie belästige. Ich habe mein ganzes Leben mit Philosophie beschäftigt, mit der Religion beschäftigt und ich möchte, dass meine Arbeit meine philosophische und religiöse Haltung ausdrücken soll. Ich möchte mit meiner Arbeit das Sein innigst und tief erfahren. Und immer wieder das Gerede von, wie weit Kunst mit Religion was zu tun hat, lass mal Religion weg. Aber ich bin fest und überzeugt, dass Kunst eine metaphysische Tätigkeit ist. Und mir bedeutet der Seinsbegriff sehr viel. Das ist für mich, ja, die Schöpfung, die auch den Gottesbegriff enthält. Auch der liebe Gott muss wo wohnen, er muss in Sein wohnen. Und das Sein ist für mich die Tatsache dessen, dass etwas ist, dass die Schöpfung ist und sich gebärdet und ereignet. Und ich möchte eben mit Hilfe meiner Arbeit, mit dem Vollzug meiner Arbeit, meines Theaters, meiner Malerei, meiner Musik, innigst tief ins Sein eindringen. Und möchte eigentlich das mithelfen mit meiner Kunst, das Universum zu verwirklichen. Und ich glaube, man die Kunst muss damit zu tun haben, dass Galaxien entstehen und wieder vergehen und wieder entstehen. Kunst ist eine innige, herzliche und große Tätigkeit, die aller Politik, allem Geschwätz, aller Presse, allem überlegen ist. Kunst ist für mich die Seinsfindung schlechthin. Das wollte ich noch sagen. Und jetzt, ja, was ich mir vorgenommen habe, was unbedingt gesagt werden muss, also dass ich, habe es auch sehr stark gedeutet, sehr, sehr stolz bin, dass ich hier in diesem Lechner Museum meine Sache machen kann und dass ich die Arbeit von Herrn Lechner sehr, sehr schätze und verehre. Und ja, ich wollte nur sagen.